Warum haben wir dieses Spiel angefangen? Ich weiß nicht, es war eine schlechte Idee, wie so viele Sachen bei Rock Beans. Fängt es an mit einer schönen Idee, endet dann in absoluter Verzweiflung. Herzlich willkommen zu Knallt durchgenommen Modern Warfare Remastered. Wir spielen auf Veteranen und das ist unfair, denn wir sind Veteranen. Wir sind sehr alt und haben schon damals im Originalkrieg gekämpft hier. Und trotzdem ist wieder alles beim Alten. Ist wieder alles scheiße! Ist wieder alles scheiße, genau so wie ich das Spiel verlassen hatte, ist es jetzt auch wieder. Wir sind eigentlich relativ weit schon. Wir sind, glaube ich, im letzten Viertel des Spiels. Hier oben seht ihr auch den Timer, der muss verhindert werden. Verhindert werden, der darf nicht gegen Null. Aber ich bin versucht, den roten Knopf einfach selber zu drücken, weil es mich langsam so abtönt. Es soll einfach alles vernichtet werden. Ich weiß gar nicht, wie ist denn eigentlich der Kill-Count? Wir haben 389 Tode. Das sind, glaube ich, mehr Tode, als wir selbst Kills erzeugt haben. Und das bedeutet, wenn du jetzt stirbst, bist du dran. Bin ich dran. Und eine Minute später bist du wieder dran. Wir haben schon festgestellt, dass der Daniel auf jeden Fall besser ist in diesem Spiel und vor allem in diesem Level als ich. Aber er hat es noch nicht geschafft. Also es ist nicht, also es ist nicht es leicht. Es hat nicht unbedingt was jetzt mit irgendwie Können zu tun. Es ist einfach echt. Es ist auch eine Reaktionsfrage. Glück. Und er auch auswendig lernen, der Gegnerhorden, weil es einfach immer dieselben dreckigen Horden sind, die auf einen zugerannt kommen. Und immer dieselben sind, die schnell schießen und einen kriegen. Da kommen jetzt wieder die drei. Könntest du jetzt mal bitte das Gewehr aufnehmen, danke. Mit der könnte ich ja gar nicht schießen. Wie die so hoch verzieht. Ja, die ist halt defizit halt echt wirklich krass. Aber ich habe jetzt momentan keine bessere, sag ich mal, Nahkampf- oder die Raumkampfwaffe. Weil das Scharfschützengewehr, das bringt mir echt nicht wirklich viel. Alvin, wonach riecht's hier? Was kochst du? Also was ist für ein Essen, das hier? Was kochst du? Was kochst du? Dennis, mit irgendwas Norddeutschem. Norddeutschem. Norddeutsche. Er ist norddeutscher Junge. So ist der Dennis. Okay, jetzt komm. Baller ich da direkt. Alter! Deswegen, es lohnt sich nicht, nur zum Spaß mal irgendwo reinzuschießen. Es lohnt sich nicht. Du kriegst nämlich immer direkt Salve in die Fresse. Das ist alles scheiße. Ja. Was ist das für ein Frust, ey? Wir schaffen das jetzt, mach dir keine Sorgen. Das Schlimme ist eher immer den ganzen langen Anfang sich angucken zu müssen, der eigentlich total pippi ist. Unser Redaktionskommunikationstool hat sich gerade gemeldet, da musst du einen kurzen Blick drauf werfen, aber es betraf mich nicht wirklich. Komm jetzt hoch! Was hat er jetzt geschmissen? Ah, eine Leuchtgranate. Hast du mitgekriegt, Simon? Der lebt ja noch. Der lebt noch. Dass die Wii U in Japan nicht mehr hergestellt wird. Da wurde jetzt quasi die Produktion eingestellt. Also ich habe es nicht mitgekriegt, aber mich wundert es nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die haben schon längst aufgehört. Aber naja, ich meine, ist ja irgendwie logisch, oder? War jetzt nicht der Mega-Erfolg und man braucht auch nicht noch mehr Wii U's, finde ich, auf dieser Erde. Und jetzt kommt der nächste natürlich, die Switch. Da ist, ja genau, ja, Switch ist jetzt schon da. Aber das ist hart, weil ich habe halt gelesen, was die an Dingern weltweit umgesetzt haben mit Wii U. Und dann halt der Vergleich zu Wii. Das ist halt echt schon bitter. Ist klar, aber das ist jetzt auch, also das kann man auch schwer vergleichen, weil Wii war wirklich ein enormer Überraschungserfolg. Selbst für Nintendo war das so erfolgreich, dass sie das nie gedacht hätten, glaube ich. Und deswegen war ja der Fehler auch, finde ich, dass sie direkt gedacht haben, ach, mit Wii U machen wir das selber einfach nochmal. Nee, so funktioniert es nicht. Ja, wenn sie Switch rausgebracht hätten zur Zeit der Wii U, dann ja, aber so nicht. Boah, das... Ey, du Scheißding! Wo ist eigentlich der Boxsack? Wo ist der Boxsack? Der hängt da hinten. Der hängt da hinten? Ja. Ich weiß nicht, ob wir diesmal, ich glaube, weil wir immer so zahm waren die letzten Male, haben sie diesmal keine Kamera aufgebaut. Das ist
Ich bin so verzweifelt, Alter. Ich hasse es so sehr. Das ist doch so, was so ein Wahnsinn ist, wenn man immer dasselbe macht und andere Ergebnisse erwartet. Ja. Exakt das erklärt, warum ich, nachdem ich diesen Stress schon mal hatte mit diesem Spiel, wie kann ich auf die Idee kommen, dass wir das nochmal spielen und ich Spaß haben werde. 393 Tote und ich bin noch nicht mal, ich bin nicht mal ein paar Räume weitergekommen. Okay, jetzt. Vielleicht gehen wir mal andersrum, zur Abwechslung. Das hast du jetzt gerade den Price abgeknallt. Das Price in die Hüfte geballert. Jetzt, genau, schießen die beide weg. Die leben noch. Vielleicht sollten wir es nochmal mit der Strategie probieren, dass wir einfach geradeaus gehen und die da hinten in der Ecke erstmal in Ruhe lassen. Nee. Also, du hast recht, aber ich meine, diese Taktik hier, die hast du ja jetzt echt enorm ausprobiert und die sollte eigentlich funktionieren. Oh Gott, ich gehe mir so selbst auf den Sack, ey. Warum? Immerhin sterbe ich recht früh, so braucht man sich das nicht ganz antun, das Leid. Okay. Ich will es wirklich jedes einzelne Mal, denke ich mir, jetzt mach es mal richtig. Und dann kommt irgendwas wieder. Weil man schießt, wird getroffen, verzieht, trifft genau. Deswegen nicht und wird erschossen. Und das alles innerhalb von 3 Sekunden. Man bräuchte halt diesen Perk vom Multiplayer. Dass es nicht verzieht, gibt's da eigentlich? Ja, es gibt so ein bisschen. Aber ich weiß gar nicht, nee, nicht bei dem. Also bei dem Multiplayer war das noch nicht so. Unser mutiger kleiner Soldat hat hier für Verwirrung gesorgt. Oh. Jetzt ist er schon wieder auf Price geschossen. Ja, aber weil der Price auch ständig auf mich zugerannt kommt. So aggressiv. Das ist sein Bart. Der meint's gar nicht so. Weißt du, was die Schande ist? Die schießen ja alle mit diesen AK-47 und treffen dich halt immer wie die genau. Götter. Und man selbst verzieht damit nur. Price, du willst es aber auch, du riskierst es auch gerne. Alter, die war ja näher, als ich gedacht hätte. Naja, solange das Zeichen klingt. Ja, ist sie in der Nähe, aber es muss ja nicht heißen, dass man verletzt wird. Oder? Ja, ja? Dafür ist okay. Das Zeichen da, dass du am besten aus der Nähe des Zeichens gehst. Ah, ja. Mach dich nur lustig über meinen Pazifismus. Auch Granaten haben Rechte. Stimmt. Ja. Cool. Die wollen nur hochgehen. So. Schmeiß dir nochmal eine. Genau. Der Price denkt sich auch langsam, Mann. Stimmt. Price ist so einer bei Wreck-It Ralph, der abends nach Hause geht und denkt sich, boah, war der Idiot heute wieder schlecht, ey. Alter! Boah! Wer hat dir denn da jetzt in den Schädel gerettet? Er hier. Captain Price. Ist es der Einzige, der überhaupt noch da ist? Die anderen machen gar nichts mehr. Der Mann, den du schon zweimal angeballert hast. Er wollte wahrscheinlich mich treffen. So, kann hier jetzt mal jemand aufhören zu kommen? Okay, das war's. Nee, da kommt, glaube ich, dann gleich noch einer. So, jetzt aber. Genau, jetzt kommen vielleicht noch zwei oder so. Genau, und noch, da müsste noch einer sein. Ah, gut. Ah. Okay. Warum sie hier nicht mal einen Speicherpunkt hingebaut haben, die Penner. Das ist voll assi, ne? Dass hier keiner ist. Das kann ich mal abkürzen. Aber war da oben. Der passt doch perfekt einen Speicherpunkt hin. Der ist genau dafür, wie für gemacht. Kann ich nicht hier irgendwo in die Ecke und dann speichert er oder so? Nee, geht einfach nicht. Oh. Ich muss darüber. Aber vielleicht muss man wirklich nach links weg oder nach rechts weg. Eins von beiden. Aber. Ja, also an sich. Weil durch die Mitte bringt ja nichts. Guck mal, die sind da alle links Mitte und rechts. Kannst vergessen. Die kommen da ja alle angerannt und verschanden sich mal wieder links und rechts so. Ich weiß nicht, ob das so. Die Frage ist, hört das jemals auf? Ja, das ist halt die Frage. Aber ich glaube, je weiter wir nach vorne drängen. Ja, klar, desto. Boah, ey, das ist so hart, Mann! Diese Entfernung. Einfach nicht fair und die Zeit tickt erbarmungslos runter. Und man muss sich auch noch beeilen. Komm jetzt. Links.
müsste ihn doch eigentlich erwischt haben. War das einer von uns? Ich trau mich irgendwie nicht. Guck mal bitte nach links in den Gang rein. Vielleicht ist die Schuhe. Alter, das war knapp. Yes. Ja, du hast ihn. Glaubst du, da kommt noch einer? Ja, also beziehungsweise wenn du da lang gehst, werden auf jeden Fall Leute kommen. Aber vielleicht ist es nicht die verkehrteste Wahl. Oder du guckst in dem Gang, ob da auch so ein... Genau. Noch einer. Und jetzt nochmal gerade... Und jetzt geradeaus direkt stürmen und dann vielleicht da versuchen, hinten rumzukommen. Guck mal, Price geht auch schon. Okay, wenn Price geht, dann sollte ich zumindest... Okay, dann haben wir wohl eine Ebene haben wir erreicht. Aber immer noch nicht abgespeichert. Ich glaub, guck mal, hinter dir. Ja, ja, ich hab's gesehen. Oh. Der kommt dann von hier. Der kommt von rechts jetzt. Alter, was? Das ist doch scheiße. Aber der Typ hat aufgehört zu ballern. Vielleicht. Soll ich da hin? Guck mal, ja, also. Da ist er. Du hast ihn? Du hast ihn erwischt? Jawoll! Langsam. Ja, ich würde da so mal in die Ecke. Ich hab so Angst, aber wir müssen uns beeilen. Ja, oder? Ja. Ich kann nicht länger warten. Es bleibt nichts anderes übrig. Wo? Die ist ja überall. Hier ist hier rechts, geht er. Ja, guck mal. Sind da Feinde? Guck mal, guck mal nee, nach rechts. Das war Price gerade. Ja? Ja, diese Kappe. Okay. Dann weiter, Simon. Weiter. Oh, hinter uns. Ey, wie kommt der denn hinter uns? Haben wir denn nicht gerade es versucht? Jawohl. Okay. Ich würde weitergehen. Gucken. Ja, guck mal, hier scheint das Ende des Gangs erreicht. Ja, Alter. Guck mal, das ist richtig gut. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oder ist er tot? Guck mal, lieber geradeaus in dem Gang. Echt komisch. Ja, wer im Gang ist, ja einer. Guck mal, ob da... Ja, da ist einer. Oh, verdammt. Werft ihn nicht zurück. Komm jetzt! Price, geh doch bitte vor. Geil! Boah, gib mir sehr gut. Check, sehr gut. Checkpoint, gemacht. Gib mir einen Checkpoint, Mann! Voll Assi. Kein Checkpoint, kommt einfach nicht. Ja, es geht halt auch weiter, ne? Simon, jetzt komm ich. Da ist noch einer. Da war irgendwie einer hinter der Ecke oder hinter dem Fass oder ich so. Ich sehe die Waffe, aber. Da kommt er. Oh, da hinten sind noch welche. Zwei Stück, sehe ich. Hier ist auch noch einer. Oh, nee! Oh, das ist doch echt fies. Josef, du Scheiße! Viel Spaß! Bin ich dran oder auch? Ich bin echt nochmal dran! War es einfach genau nochmal so. Das hat so lang gedauert. Wir werden nie zu Ende kommen. Ich bin dran? Ja. Ah. Oh. Mann. Aber es war gut. Es war wirklich sehr gut. Das war ein dummer Wurf. Ballern auch alle ohne Visier oder sonst irgendwas. Ne? Boah, hat die eben verzogen. Hat die eben verzogen. Und ich höre auch nicht auf zu ballern. Ich bin so dumm. Das ist so schlimm, ne? Wenn du irgendwie versuchst, wo richtig taktisch klug lang zu gehen und dann bleibst du in irgendeiner dummen Ecke hängen.
Ja. Einer ist noch da. Sehr schön. Ist der weg? Ja. Hast alle erwischt. Lass dir nicht zu viel Zeit, später ja, ja. Brauchst du die. Oh shit! Okay. Ha! In die Ecke gekauert wie ein Hund! Ich frage mich zwar, warum die Russen mit Deutschen. Oh, das habe ich mal eine Schrotflinte. Kann auch nicht verkehrt sein eigentlich. Befriedigend. Oh, Mann! Ey, da gibst du dir so viel Mühe und machst und tust und keine Ahnung, ey. Das kann doch nicht sein. Dann kommt von hinten irgendwie so ein anderer Spaß. Entschuldigung. Nee, das ist schon durchaus gerechtfertigt. Ah. Und dann bleibst du wieder an so einem Scheiß. Das war schon wieder da eben so ein Schrank oder so eine Kiste. Und du bleibst dran hängen. Und es ist einfach nur Rotze. Ja. Mann! Was ist denn hier? Bin ich echt aber sauer, ey. Ja. Da ist noch einer dahinter. Nee. Ach, Captain Price. Ey, komm, Leute. Guck mal, das war gar nicht Captain Price. Der hat mich. Das war irgendein Feind. War er? Nicht? Nee, das war irgendein Feind. Also. Thank you.
Ist hier jemand noch am Leben? Der andere, der da links in die Kiste gelaufen ist, ist der. Der ist noch da. Der ist noch da. Jetzt weg. Okay. Müssten alles gewesen sein, waren drei. Drei? Ja. Ey, sag mal, Preis, bist du denn voll Depp? Also wirklich. Das können sie, auf dem Boden liegende Leute anknallen. Das können sie. Ich glaube, das mit Schrotflinte war gar nicht schlecht, oder? Ja, die hat funktioniert, aber... Ich glaube, wir müssen in Zukunft, bevor wir schießen, erstmal in Deckung gehen. Erst, also sobald einer in der Nähe ist, erstmal in Deckung gehen, weil die schießen so schnell, man kann oft nichts machen. Du triffst ihn zwar, aber er trifft dich einfach tödlicher. Sehen, der Penner wollte eine Granate schmeißen. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich suche es mal hoch. Oh, 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 oh. Okay, also irgendwie diese Ecke ist wirklich ein echtes Problem. Fuck, ey. Wie viel habe ich noch? Das war's noch. Zwei Tode. Oder einen. Ne, zwei. Und wir haben noch zwei Minuten. Mach ruhig erst nochmal. Im Leben noch welche. Aha. Ich hab, wir alle wissen, was gerade, wie es dazu kam. Ey, das kann doch nicht sein, das. Also wirklich, man gibt sich doch jetzt echt Mühe und versucht auf alles zu achten. Die Antwort ist einfach unfair. Das ist dieses Spiel auf diesem Schwierigkeitsgrad. Ist das unser? Das ist jetzt oder? Das ist Captain Price, ja. Komm. Ups. Der rechts ist noch da. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Boah. Der war gut. Der ist echt Private Herbert. Hebert. Hebert. Hebert.
schön aus der Deckung rausgeschossen. Ja, verlass dich da nicht drauf. Nee, nee. Ich habe jetzt auch nur einmal so als. Ja! 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 Okay, eigentlich müssten wir Werbung machen, aber wir warten noch, bis du es geschafft hast. Was geschafft haben? Das Level? Die Mission? Beides. Doch, doch, doch. Dann sehr gutes Gefühl bei. Ich weiß nicht. Ja, ich jetzt gerade. Wo sollten die Granate hingehen? Wo hat denn der die hingeschmissen? Kannst du mir das erklären? Ja, es war auf jeden Fall eine Poser-Granate. Da war schon keiner mehr übrig und es war noch sogar die falsche. Okay, jetzt habe ich die schon. Okay, los, komm, auf jetzt. Mal kurz. Mach nicht denselben Fehler und renn da links rein, sondern. Ja, ja, ich renn rechts rein. Nee, ich weiß nicht. Vielleicht einfach nur noch einfach ein paar mehr Leute erledigen und dann kommen die da links nicht mehr oder ja. So. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie spawnen hier nicht nach. Das war knapp. Dafür hast du. Price, bist du eigentlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Was? Ja, ja, da kommen sie alle wie die Tontauben. Ey, ach davon nicht. Und wieder derselbe Drecksack. Okay, komm, dann gehen wir in die Werbung, ne? Boah, wir gehen jetzt kurz in die Werbung. Seit einer Stunde machen wir jetzt an dieser Kackstelle rum, die vielleicht 5 Minuten dauert, wenn man es genau nimmt. Viel Spaß, gleich geht's noch eine Stunde weiter mit derselben Szene. Werden sie es schaffen, werden sie es nicht schaffen. Ganz im Ernst, auch wir wissen es nicht. Bis gleich.